Wow. Ich krieg halt. Kid ain't never seen windbags that quick. Maybe old Pith put a scare in him. Ach, das ist da geschützt. Habe ich hier einen Kern gehabt? Nee, ne? Und das ist das nächste Level. Oh, oh. Alles ist kaputt. Nein, das ist nicht. Ups. Guards ain't gonna catch you if you fall. Ja, toll. Ups. Kid passes Pith's trial, and he's richer for it. Oh Mann. Kid ain't found the core, but at least he found Zulf's precious shrine. So, was war jetzt hier drüben? Das kann ich einfach nicht lang, okay. Ja gut, dann gehen wir wieder weg. Oh. Now we can build a shrine of our own, though I got some alternatives in mind. So, der sieht so aus, als ob er mit uns quatschen will. Wo ist der andere Typ hin? Ach, da oben steht er noch. Okay, was hast du uns zu erzählen? Plüschpith. Fragt Zulf nach dem Plüschtier aus dem Obstgarten der Pith. Möchtest du es behalten? Die Ura haben schließlich dieselben Götter verehrt wie wir. Zulf doesn't touch the thing. Says the god of commotion is no children's toy. Cool. Plüschpith, rede über das Plüschtier aus dem Blablabla. Die Götter haben nichts unternommen, um die Katastrophe aufzuhalten, oder? The Ura feared the gods. We turned them into toys, put their faces on our walls. Das ist so putzig. Und hier steht ja auch noch ein Zeltchen. Haben wir genug Geld? Ja, wir können uns das Fernglas kaufen. Finders Keepers. Sehr schön. Bronzefernglas. Wieso zulässt das Fernglas von Abendrotpfad an? Vielleicht bringt dich das auf andere Gedanken. Du könntest uns helfen, neue Skyway-Pfade zu finden. Zulf offers to help me plot the Skyways for the kid. At least the calamity hasn't touched the stars, he says. Huh. Also, kann man auch nochmal? We could always see the stars. We just never could reach them, no matter how high we build. Okay. Aber das, die Stadt hier, also hier die Bastion, die nimmt immer mehr so, wird immer schöner irgendwie. So, aber wir können nicht mehr in den Abendrotpfad. Aber wir haben Stierkopfgericht Übungsgelände. Nur wenige konnten aus dem Stierkopfgericht unversehrt entkommen, obwohl viele es versucht haben. Dann machen wir mal hier das Übungsgelände. Ich habe die Infos vergessen. The accused always got a fair shake in Ceylandia. Some used to take the bullhead trial. Okay, was müssen wir machen? Wäre Angriff ab, ohne getroffen zu werden.
hört sich ja easy an. Survive the trial without taking a scratch and walk away a free man. Fuck. The Bullhead trial taught folks three things. First, a good defense is a good offense. Second, you gotta always watch your back. Third, ain't no godlike bull up there gonna save you. Ich hab ein bisschen Schiss. Ich kann es, glaube ich, aber nicht mehr schaffen. Aber trotzdem. Ich drücke immer zu früh. Jetzt aber. Wow. 3 Treffer schon. Die sind schwer, die Kleinen. Ich kann mich nicht heilen. Was das? The smarter ones knew when to just step aside and let things go. Wie greifen die an? Wow. The trial pushed many a man to his limits. Glaube ich immer ein bisschen zu früh oder zu spät. The kid pulls through in fine form. 12. Oh doch, 2. Preis. Cool. 3 Treffer oder weniger. Ach du Heilige. Ach, das sind nur München. Aber auch nicht gerade wenig, du. Aber wir machen das nochmal. Ich krieg das hin. Schätze ich mal. Court is back in session for the kid. Old ritual from when folks believed there was this godlike bull. So ein bisschen nervig die Aufgabe, weil es halt zu lange dauert. Aber ich krieg das schon hin. Teile. Die Kleinen sind schwierig. Aber lieber zu früh kontern als zu spät. Ganz ehrlich. Können wir die auch nacheinander auslösen irgendwie?
Nein! Ich wurde einmal getroffen. Okay. Zweimal schon getroffen, ey. Okay. Jetzt kommt der Fette, oder? Ich bin sehr leise. Ist mir mal gerade aufgefallen. Warum 5 Treffer? Okay, das war... Okay, dass sie mich da getroffen hat. 7. Ich raff das nicht. Krieg ich nochmal was? Nee. Hä? Einmal mache ich das jetzt noch, weil es dauert halt echt lange. Nein! Oh nö, nicht beide. Boah, Mann, ich vergesse das immer, dass der nicht so ganz lange braucht.